Bei uns ist Peter Gerber, er ist Organisationsleiter am DAA Technikum, die eine Technikerausbildung im Fernunterricht anbieten. Herr Gerber, wie muss ich mir das vorstellen, Techniker in Heimarbeit zu werden? Ja, für unsere Techniker ist das eigentlich die beste Form. Also wir haben so einen Anteil von 80% ungefähr im häuslichen Studium. Das heißt, unsere Techniker sind nur zu 20% in den Präsenzphasen dann vor Ort, und zwar in 54 Studienorten in Gesamtdeutschland. Und zwar haben die da die Möglichkeit, am Samstagsunterricht im Grundstudium teilzunehmen. Und da wir sehr gut vertreten sind, auch in kleineren Regionen und auch in ländlichen Bereichen, ist das für unsere Teilnehmer gerade auch vom Mittelstand her, die ja oftmals gar nicht mal so in den 1A-Lagen Deutschlands liegen, schon eine sehr angenehme Form. Wir haben aber den Kontakt und damit auch eine Bindung von den Teilnehmern zum Studium durch die Präsenzphasen trotzdem noch hergestellt, durch diesen 20-prozentigen Anteil. Und das wird sehr gut angenommen, kann man schon sagen. Herr Gerber, wir haben jetzt uns beim Hochschultag sehr mit dem neuen Qualifikationsrahmen für Deutschland und Europa beschäftigt. Inwieweit erleichtert der Ihnen Ihre Arbeit oder inwieweit haben Sie Probleme damit? Für uns, also ich kann jetzt gar nicht mal so sagen, dass das Probleme mit sich bringt. Wir bilden ja staatlich geprüfte Techniker aus, die sich durch die Eingruppierung auf Stufe 6 durchaus, sagen wir mal, gewertschätzt fühlen. Also stellen wir da schon fest, dass das für uns positiv ausgegangen ist und dass diese Berufsgruppe der Techniker dadurch nochmal eine Aufwertung bekommen hat. Wir kriegen allerdings auch immer wieder Anfragen, ob das jetzt auch rückwirkend bescheinigt werden kann oder ob man jetzt direkt einen Bachelor hat und man dadurch befähigt ist, direkt die Zulassung für einen Master zu bekommen. Dem ist natürlich nicht so, haben wir ja vorhin auch intensiv gehört und diskutiert. Also wir haben da eher wenig Probleme mit. Wir haben es auch schon in den Zeugnissen umgesetzt. Diese Stufe 6 ist auf unseren Zeugnissen schon drauf. Wir verfahren nach der Fachschulordnung in Niedersachsen. Und ich kann nur sagen, also für uns ist das eigentlich eine ganz positive Entwicklung, weil dadurch der staatlich geprüfte Techniker auch noch mal ein bisschen an Bekanntheit gewonnen hat. Wir hatten einen Kandidaten hier, der hat sehr gelobt, dass mit dem DQR jetzt auch eine Internationalisierung verbunden ist. Der Techniker war vorher im Ausland schwer erklärbar. Haben Sie da auch einen Schub bei Ihren Studenten schon erlebt? Einen Schub nicht direkt. Wir haben vereinzelt dann auch schon mal Anfragen, wo wir früher irgendwelche Übersetzungen auch schon mal herstellen. Und dann mussten wir dann auch immer an das Land Niedersachsen verweisen, die ja schlussendlich die Zeugnisse ausstellen. Und wir haben jetzt auch nicht so viele, die ins Ausland gehen. Also das spielt bei uns gar nicht so eine große Rolle. Herr Gerber, wenn Sie sich die deutsche Bildungslandschaft anschauen und ich würde Ihnen einen Wunsch freigeben, etwas zu ändern, ohne dass groß darüber diskutiert würde, es würde einfach gemacht. Was würden Sie sich wünschen? Ich würde mir wünschen, dass das Meister-BAföG vereinfacht würde. Und zwar, dass dann auch solche Institute, wie wir es sind, es leichter hätten, für unsere Teilnehmer auch die volle Förderung zu bekommen und weniger bürokratischer Aufwand dahinter hängen würde. Das wäre für uns schon mal eine große Hilfe. Herr Gerber, vielen Dank. Gerne.